Frühstück steht. Nein, 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 das ist mein Milchschaum. Er sagt immer, er will gar keinen. Nein, das ist meiner. Wahnsinn. Ich will keinen Milchschaum. Er wollte keinen. Sei froh, dass du Müsli kriegst. Nein, der ist so gut. Können Sie mal bitte unter die Kommentare schreiben, wie oft sie schon Nein gesagt hat heute Morgen. So, da weiter geht's. Heute sind wir für unsere Verhältnisse richtig früh dran, aber für normale Bike-Verhältnisse schon wieder verdammt spät. Es ist 10.30 Uhr und uns erwarten ca. 1700 Höhenmeter. Von dem her, los. Genau, weißt du noch, wie die Tour heißt? Also das würde mich jetzt schon ganz schön interessieren. Ja, das Geile ist, wenn man sie dann mal offen hat in Komoot, dann sehe ich den Tournamen leider nicht mehr. Ich habe es gerade versucht. Und zu machen traue ich sie mir jetzt nicht mehr, nicht, dass ich sie dann nicht mehr finde. Aber wir fahren jetzt mal wieder zum Startpunkt und dann, ja. Diesmal geht der aber leichter zu finden, vermutlich nur raus und die Straße rauf. In der ersten Ortschaft sind wir schon wieder drin und es stehen Palmen. Das ist schon sehr cool. Und ganz anders wie bei uns vor der Haustür. Währenddessen ich Wasser nachgefüllt habe, wird hier schon technischer Pedalservice geleistet. Die müssen nämlich fester werden. Ich falle die ganze Zeit raus. Jetzt komm endlich, nicht immer dauernd Panorama. Ich will heute erst strampeln. Ja, was ist so schön? Was sagt ihr? Lohnt sich hier der Stopp oder nicht? Krass, da drüben schaut so aus, wie wenn es brennen würde. Ich zoome euch mal noch ein bisschen hin. Sieht auf jeden Fall so aus, oder? Was meint ihr? Man hat uns große Bäume in den Weg gelegt. Aber man kann uns nicht hindern, den Gipfel zu erklimmen. Jausenzeit beim Uphill. Wir sind einfach zu spät dran. Es ist schon eins, also passt perfekt. Und man sieht den See da hinten so ein bisschen. Und das ist wurscht. Und ab jetzt wird dann wohl geschoben und getragen. Jetzt geht es nämlich in den Wanderweg rein, da hinter uns. Nächste Möglichkeit rechts, danach links abbiegen. Filmst du noch oder guckst du schon? Folge dem Weg 1. Mega, mega gut. Wir sind zwar noch nicht oben, aber wir haben einen super Ausblick. Das ist der Lago Maggiore. Und wenn man jetzt so rüberschwenkt, dann ist hier unser Campingplatz. Und da hinterm Nico, da müssen wir noch rauf. Hinter fertigen Nico. Aber heute bleibe ich hier auf den Pferden. Ja, heute jagt er mich schon fast. Jetzt geht's echt wieder ein bisschen zum Fahren. Kein Bock mehr auf Schieben. Oben raus hat sich's dann echt noch ein bisschen gezogen. Auch wenn man immer mal wieder fahren konnte, dann wieder schieben musste. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Jetzt sehen wir, wo wir noch hoch müssen. Sieht gar nicht mehr so wild aus. Aber krass, wie viel Schnee hier noch liegt. Es ist einfach so warm. Ui, der hätte fast eingeschlagen. Neuer Versuch. Und nein. Habt ihr die Schneeballattacke erkennen können? Ich glaube, das ist relativ klein, aber trotzdem ziemlich hinterhältig. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Und als wir uns dann durch den Schnee durchgeschlagen hatten, genug Schnee, damit man nasse Füßchen bekommt, hatten wir diesen Ausblick hier. Und der entschädigt wohl wirklich für alles. Oben sind wir. Krass, wie viel Schnee hier noch liegt. Und Panorama ist echt mega, mega. Ist schon wirklich sehr, sehr cool. Da drüben sieht man Richtung Monte Rosa und Mont Blanc. Hammer. Nach einer relativ kurzen Gipfelpause ging es für uns dann auch schon ab in den Trail, da wir ja schon weiter unten die Jausenpause hatten. Habt ihr es gesehen? Ich bin da weggerutscht. Das Gras war wirklich total rutschig und sobald man das Gewicht ein bisschen zu weit nach vorne genommen hat, hat es einen auch gleich bestraft. Aber gut, passiert ist ja nichts. Hier geht es jetzt dann wirklich ab in den Trail. Der war oben gar nicht so leicht. Also ich würde sagen, da hat er wirklich erst 3 Klassifizierungen verdient. Und ja, mit Einfahren war nix. Da ging es schon ordentlich runter über einige Stufen und mit einigen Spitzkehren. Aber mit wirklich gigantischer Aussicht die ganze Zeit über. Also so krass wie die Aussicht auf die Seen war, so krass ist sie auch in die andere Richtung, auch wenn man da nicht so zum See gesehen hat, aber halt trotzdem über gigantisches Panorama. Und ja, wir hatten einfach mega Glück mit dem Wetter schon wieder,
weil super Blick, alles möglich über die Berge drüber. Also richtig, richtig cool. Sonst ist es ja oft so, dass es dann genau irgendeine Wolke reinzieht und man eben nichts sieht. Aber da hatten wir den ganzen Urlaub über wirklich einen riesen Dusel. Verrückt ist auch wirklich, wie viel Schnee noch in der Schattenseite drin liegt, währenddessen es auf der Sonnenseite einfach nur super trocken ist schon alles. Und es war auch wirklich richtig warm. Also oben am Gipfel dann eben leicht kühl mit dem Wind, aber ansonsten den ganzen Tag über super warm und nicht mal abends wurde es so richtig kalt. Für alle, die sich gefragt haben, wo wir waren, Monte Lema. Und da kommen wir her, übers Schneefeld. Bäh, Schnee. Der Einstieg hier war noch halb im Schnee drin. Da waren wir uns erstmal gar nicht ganz sicher, ob wir richtig sind. Aber dann hat sich der richtige Trail schon gezeigt und ging weiter relativ knackig voran. Aber auch trotzdem super spaßig. Allerdings ein bisschen leichter wie oben, würde ich schon sagen. Also da ist man dann irgendwo im oberen S2-Bereich, würde ich mal behaupten. Und es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, diesen Trail zu fahren. Und ja, wie schon gesagt, das ist alles ziemlich trocken schon. Also wirklich dafür, dass ja noch ein bisschen der Schnee reinschmilzt, eigentlich kaum zu glauben. Aber ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei uns, dass dieser milde Wind es dann sofort alles trocken pustet. Also ja, im Frühling macht Biken schon so richtig Freude. Im Herbst ist es ja oft so, wenn es einmal regnet, dass es dann wochenlang nass und gatschig bleibt. Aber ja, da wollen wir jetzt mal noch nicht dran denken, weil jetzt geht es gerade erst los mit der Saison. Und ich würde mal sagen, ein guter Bikesommer darf jetzt dann kommen. Ja, falls ihr euch jetzt denken solltet, was schleichen die denn gar so rum? Es ist wirklich gar nicht so einfach gewesen. Das kommt auf der Kamera ja immer gar nicht ganz so rüber. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man schon ein paar tricky Passagen. Und von dem her, ja, ist es eben so. Aber ich darf euch schon jetzt verraten, im unteren Teil kommen wir noch auf eine gebaute Strecke und da wird es dann auch ein bisschen schneller. Und da sieht man dann auch wirklich, wie trocken es eigentlich war, weil da fliegt der Staub dann nur so davon. Ja, ansonsten, was gibt es noch so zu berichten? Den Uphill habt ihr ja eh schön mitverfolgen dürfen. Der ging vom unteren Teil direkt weg von unserem Campingplatz über eine gerade Allee und dann eben die Passstraße hoch. Da war noch einiges an Verkehr, ist natürlich immer so lala, aber trotzdem darf man nicht unterschätzen, wie gemütlich sich so eine Teerstraße tritt. Ist teilweise einfach feiner als wie eine schwere, steile Schotterstraße oder gar einen Trail bergauf. Dann im weiteren Verlauf ging es auf eine Teerstraße, die immer schmaler und schmaler wurde. Da war dann auch wirklich überhaupt nichts mehr los. Ein paar Downhiller sind uns noch entgegengekommen. Die sind aber mit der Gondel raufgefahren zum Großteil, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, dann habt ihr eh gesehen, dann haben wir Jausenpause gemacht. Ab da musste man dann zum Großteil schieben und tragen, konnte stellenweise noch ein bisschen was fahren. Das waren dann noch so 500, 600 Höhenmeter. Und hat sich echt noch ein bisschen gezogen, weil es dann eben oben auch so ein bisschen flach wurde, sodass man rüberqueren musste. Aber der Ausblick da oben, den habt ihr ja auch gesehen, der war wirklich gigantisch. Und von dem her würde ich die Tour jederzeit wieder machen. Und es gibt da auch einige Varianten. Früher oder später werden wir euch die natürlich auf dem Blog veröffentlichen. Jetzt in der Videobeschreibung ist mal die Tour drin, die wir hier gefahren haben. Aber Martin und Vicky sind auch die Tour vorne runter. Da ist so ein Spitzkern-Trail. Und die kommt dann natürlich auch noch. Und auch das Video wird dann noch kommen. Und von dem her schaltet immer fleißig ein, denn bei uns gibt es immer was zu sehen. In dem Zusammenhang habe ich auch gleich noch eine Frage an euch, denn vermutlich sind einige von euch schon auf dem Monte Lema oben gewesen. Und da würde mich doch interessieren, welchen Trail seid ihr denn runtergefahren? Oder habt ihr vielleicht sogar einen Favoriten, weil ihr schon einige davon ausprobiert habt? Lasst uns dazu sehr gerne einen Kommentar da und dann geht's jetzt mit ein bisschen Musikbegleitung weiter. Thank you.
geschüttet. Drin war der Trail etwas leichter und auch ziemlich flowig, aber unten raus wurde er dann wieder stufig und ganz schön ruppig. Und hier habe ich die Durchfahrt verpasst, muss ich gestehen. Und oh, was war denn das? Habt ihr es gesehen? Wenn nicht, nochmal zurückspulen. Ja, hier ist es eigentlich ein bisschen leichter, aber da muss man natürlich selber dann auch aufpassen, dass man nicht so ein bisschen wegträumt, weil wenn es oben schwer ist und dann wird es zwischendrin einfach, dann kennt es wahrscheinlich auch jeder, dass man die Gedanken so ein bisschen abschweifen lässt, weil auch runterfahren ist ja doch anstrengend und ja, dann passiert sowas mal ganz, ganz leicht. Aber gut, es ist ja zum Glück nichts passiert und so ging es fleißig weiter für uns durch den Wald. Das war richtig schön. Der ist ziemlich dicht an der Stelle. Das sieht zwar jetzt gar nicht so aus, aber man hat richtig gemerkt, dass es dunkler wurde. Und ja, da merkt man dann einfach auch die Qualität der neuen Kameras, dass sie trotzdem gute Bilder liefern können. Die Bremsbeläge wirken echt Wunder für mich. Das macht voll den Unterschied bei mir. Nach zwei Dritteln der Abfahrt ging es dann durch das Dörfchen durch und so ein bisschen auf und nieder über eine Passstraße, bevor wir dann eben in den gebauten Trail reinkommen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ach ja, und eine kleine Kollision mit einem Kaffeetrinker, muss ich fast sagen, gibt es auch noch. Eben der besagte gebaute Trail und wir gehen auch davon aus, dass der noch ganz runter verlängert wird, denn im Moment endet er so circa 150 Höhenmeter vor Talboden, aber auf jeden Fall ist der richtig flowig, er war nur fast ein bisschen zu trocken, also es war echt sehr, sehr rutschig dadurch, dass es einfach so staubig war schon, aber super cool mit einigen Sprüngen und Steilkurven, also eigentlich ziemlich einfach, aber auf jeden Fall sehr spaßig. Ich bin gespannt, wie sie den dann ausschildern werden, weil ich denke, dass der schon, wenn er ganz fertig ist, dann auch ein bisschen gepusht werden wird.
angekommen, ging es dann noch einige Kilometer so parallel zur Autobahn, aber schön am Bach entlang zurück in die Ortschaft. Und ja, dreimal dürft ihr raten, was es dann für uns noch zum Abendessen gegeben hat. Oh, hier werden natürlich noch Wheelie-Künste vorgeführt. Naja, ich bin nur ein bisschen neidisch, weil fürs Foto reicht meiner, aber für viel mehr leider auch nicht. Und weil es gestern so gut war, gibt es heute schon wieder Pizza. Wo ist der? Cheers, Hunger. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat es auf jeden Fall gut gefallen. Und damit tschüss. Lasst uns eine Pizza da. Tschüss.